Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer, und willkommen zurück bei Aftermath mit dem Paddy. Hallihallo. Ja, alles kaputt gemacht in der letzten Folge, ihr wisst ja, falls ihr euch daran erinnern könnt, ich bin leicht hängen geblieben. Bei Paddy hat man mich noch gesehen, dass ich mich bewege. Ich höre schon die Grillen zirpen, oben links 19 Uhr, das heißt, weg hier. Du sagst oben links 19 Uhr und ich schaue tatsächlich so ins Eck mit dem Charakter. Ja, so. Komm, wir gehen nach Norden einfach. Ja, oben ist ja die Uhrzeit hier, ne? Bei dem ja. Game. Hast du eigentlich eine Flashlight dabei? Ja, ne? Okay, cool. Also ich habe eine. Ja. Hast du? Wunderbar. Sehr gut. Was ist das? Level 2 wahrscheinlich wieder, ne? Ah, Level 3 sogar. Na, den könnte ich, glaube ich, brauchen. Geh weg. Die Zombies sind böse. Ich kümmere mich schon um die Zombies hier. Ja, aber da hinten kommt auch schon wieder einer. Dass dir ein Licht aufgehen möge. Ja, Mann. Kannst du nicht wegblenden, den Zombies? So. Erledigt. Okay, mein Backpack ist too small. Und mit Dreier. Okay. So, mal wieder Third Person hier. Ah, die Zombies lassen wir überlegen. Achtung, das ist ein erstes Mal direkt aus dem, durch den Stein gebackt, ey, der Zombie gerade. Essen, trinken, wie sieht's aus? Ah, trinken könnte ich dann bald mal etwas gebrauchen. Okay. Haben wir auch nicht viel gefunden. Ich kann die aber, glaube ich... Ah, die Zombies haben wir mit uns gelassen. Bleib mal hier kurz. Ich habe noch... Ja, Mist. Du hast noch Mist? Ja, ich habe nur noch ein Clear Water, okay. Das war's. Wir brauchen eine Wasserstelle. Ich habe noch eine leere Flasche Wasser. Alles klar. Ja, ich könnte vielleicht Can of Oil trinken, aber... Warte mal, wo wir hinlaufen, ist kein Wasser. Doch, wir müssen hoch und dann links und dann gehen wir über diese Brücke an dem... Alles wir laufen, klar. Wir gehen darüber. Wir laufen jetzt einfach direkt hier rüber. Da kürzen wir den Weg ab. Wenn der Berg nicht so beschissen gecraftet ist oder gebaut ist, dass wir nicht hochkommen. Ah, sieht gut aus. Ah, sieht nicht gut aus. Oder? Hm, scheiße. Wir können nicht drüber. Kommst du hoch? Nee. Ich auch nicht. Dann müssen wir auch so rumlaufen. Weil hier vorne könnt vielleicht... Da war er flach an der Stelle. Ich gehe vorne rum, weil ich da kurz da in dieses Camp will. Da hast du gleich eins. Alles klar. Aber du kannst doch gar nicht schon über den Berg gehen. Du musst nur aufpassen, dass du nicht gut geht. Ich schaff sie nicht. Okay. Du hast schon Kompass, hast du gesagt, ne? Richtig, ja. Voll geil. Den habe ich vorher in so einer Lootbox, also wo jemand verreckt ist, gefunden. So, hier haben wir wieder so ein kleines Messlabor. Aber keine Zombies außenrum. Was ich echt schade finde, ist, dass ich meine Binoculars verloren habe. Die habe ich mir gerne gemacht. Mit denen ein bisschen rumscouten und so. Du kannst sie gerne haben. Also ich habe welche. Und alles okay. Bin nicht so der Scouter. Der Clothrack. Ja genau, da sind die. Nimm die mal mit. Ja. Packe die mal in den Rucksack, genau. Dann geh auf I, geh drauf, rechte Maustaste, Disassemble. Dann hast du so eine Rolle. Clove, zwei Stück. Genau, und jetzt hast du oben, gehst auf Crafting. Ja. Dann auf das Plus rechts außen, dieses Heilungszeichen. Ja. Und das zweite von oben müsste Simple Bandage sein. Na, bei mir ist das erste. Aber mir fehlt noch ein Clove. Okay. Das zweite ist noch nicht freigeschalten bei dir? Nein, das wäre dann, Disinfektant. Mal schauen, ob ein bisschen Crystal drin liegt. Ja. Oh, eine Pineapple. Und eine Watermelon. Geht ja voll ab, ist ja voll der Partybus hier. Also wenn du noch Benches brauchst, kannst du mir das Ding geben dann, aber wie gesagt, wir haben noch Zeit. Wir sind ja beide nicht. Alles klar. Ja, dabei bin ich ja bis zu den Oberarmen. Wird noch. Ja, das klingt gut. Wir müssen jetzt sowieso hier gleich dann an diesen an die Brücke kommen. Ja, sieht gut aus. Das mit dem Licht ist cool.
Ja, im Endeffekt wollten wir was craften oder was bauen, aber ich sag euch, wir müssen erstmal überleben. Das ist leider so. Ja, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen erstmal gucken, dass wir an besseres Equipment rankommen, eine bessere Panzerung vielleicht noch kriegen. Überhaupt eine Panzerung. Ich glaube, ich habe nur eine Panzerplatte hier, Level 1. Du hast, glaube ich, gar keine Platte, ne? Und die. Ich hatte schon mal Level 3, glaube ich, hier auf dem PvP-Server. Für beide Schulterblätter. Das war ziemlich geil. Ich richtig viel ausgehalten. Was mich ein bisschen stört bei dem Spiel ist, dass man nicht wirklich richtig am Boden schauen kann Ja, vor sich. weiß ich, man kann, das ist so ein, so, was weiß ich, 45 Grad oder so, die du gucken kannst, hoch und runter. Das war auch das Erste, was mich sehr irritiert hat, weil ich es halt von Armor gewohnt bin, mir auf die Füße gucken zu können. Ja, ein schöner Abendspaziergang, den wir hinter uns bringen. Ja, auf jeden Fall. Bin der Wald. Ich habe eine Wassermelone, eine Ananas da. Wir könnten ein kleines Picknick machen am Ja, warum See. nicht? Ah, guck mal, hier haben wir auch unseren See. Da sollten wir jetzt auch Wasser kriegen. Da vorne ist ein Zombie auf der Straße, oder? Könnte doch ein Spieler sein. Man sieht ein bisschen, meinst du? Ah, da drüben ist ein Karawan. Sie sehen? Ja, ist ein Spieler. Ah, checken wir mal das Wasser aus. Man direkt aus dem Wasser auch trinken. Nee, du brauchst die Flasche. Ah, du musst ins Wasser gehen, die Bottle nehmen und... Ah, Phil, Bottle geht gerade nicht. Bisschen weiter rein hier. Phil, Jo, ich Bottle. habe leider auch keine. So, jetzt habe ich Dirty Water. Shit, Mann, ich habe keine Purification Pills dabei. Okay, weiter geht's. Kann man die irgendwie craften? Nicht, dass ich wüsste, nein. Wir brauchen Ja, dann Loot. lass uns da zum Karawan schauen. Ja. Also du brauchst auf jeden Fall als nächstes Wasser. Langsam aber doch, ja. Ich check den linken aus. Jawohl. Guck, Was zur Chowder. Hölle? Was? Irgendwas mit Chowder. Schau, da klingt gut, ja. Keine Ahnung, was ich da gefunden habe. Salt Pack. Firewood. Soap. Ne, nur no Bullshit hier. Ja, ich habe auch nicht wirklich was gefunden. Bottle of Acid. Kann ich das vielleicht sogar craften, das Zeug hier? Gucken. Wobei die Wassermelone gibt angeblich plus 5 Thirst. Naja gut, ist doch gut zu wissen, dann hause die rein. Sehe ich gerade. Da kam Hunger, aber. Jo, es hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Okay. Die Ananas spare ich mir ins Duell. Okay, warte mal, ich kann ja sogar, gut, ein Chocolate Smoothie kann ich mir machen. Are you kidding me? Das ist wirklich, was ich bekomme hier. Ein Fruchtsalat kann ich machen. Was ist das für ein Bullshit hier? Wusste ich gar nicht. Power Shakes, Mann. Unglaublich. Das war noch nie im Crafting-Menü von Essen. Wo bist du jetzt? Hier. Ah. Ich mache auch gleich Mal, mal den schau mal Lamp. her. Ja. Also ich kann mir nicht helfen, aber deine Brüste leuchten. Okay, alles klar. Die Pitbull-Brüste leuchten. Achso, du warst hier drin. Da war ich schon drin, da ist gehen in die Leere. Okay, dann müssen wir zum nächsten Camp hangeln. Das ist nördlich von uns. Jo. Könnt jetzt auch mal hier die Taschenlampe ausrüsten. Hilft ganz viel beim Rennen übrigens, weil man die ganze Zeit die Decke leuchtet oder den Himmel anleuchtet. Das ist witzig, wenn man in der First-Person-Ansicht ist, Schaut da leuchtet von. man die ganze Zeit am Boden. Ja, und Third Person nicht. Ist voll matschig hier, ne? Da war gerade so Matschgeräusche, wenn wir drüber gelaufen sind. Hat's gemacht am Boden. Voll der Monsterbaum hier, ey.
Ja, man kann halt nicht hochschauen. Naja, doch, ich kann da Ah, doch, hochgucken. beim Third Baum Person. kann man hochgucken. Hey, Third Person geht wieder alles. Hä? Jetzt geht's. Mit der Taschenlampe kannst du alles angucken. Was liegt in der Ah! Taschenlampe? Faszinierend, oder? Ich kann gerade mit allem irgendwie überall hinschauen in First Person. Tja, da haben wir das Spiel kaputt gemacht. Ja, aber das Oh, Recht ist wenn man gut. läuft, nicht mehr. Ach, man muss dafür stehen bleiben, um ganz nach oben und nach unten sehen zu Ja, können. nicht rennen. Das ist eigentlich alles. Nicht rennen. Laufen Oh, geht, rennen geht nicht. ja. Naja, immerhin. Wieder was rausgefunden in dem Spiel, Leute. Genau. Lernt nie aus. So. Was denn? Wie geil das aussieht, wenn du mit der Lampe, wie so ein vor einer Disco, vor einer Ja. Noblen, so eine Lichtwerbung. Ich gehe zu dem Camp rechts zu links, dann treffen wir uns in der Mitte wieder, okay? So Alles klar. looten wir mehr zur selben Zeit. Aber ja, ich stehe auf meine Disco-Lampe hier. Sieht echt geil aus. Aber ich habe es bei dir auch gesehen. Sehr witzig. Das schaut aber ganz komisch aus, weil die Lampe so ein Ende hat. Das sieht echt total komisch aus, Mann. Ja. So aus der Ego-Perspektive oder meiner Sicht ist es ja ganz witzig. Aber wenn man so wenn ich rüber gucke und du da rumrennst, sieht es einfach total komisch aus. Ja. So, wohin muss ich Naja, denn? Ja. total. Ich bin noch auf dem richtigen Weg, immerhin. Ja, Leute, und wenn ihr euch fragt, Mensch, Ralf, was ist das für ein Spiel? Das ist Romero's Aftermath und das gibt's bei Steam gerade umsonst free to play. Hat schlechte Bewertungen bekommen, aber ich bin ein großer Fan von probiert's einfach selber aus. Das ist wie bei Amazon, da gibt es auch lauter gute Bewertungen und dann ist am Ende Schrott. Also ist genau das Gegenteil. Also lasst euch davon nicht blenden, spielt einfach mal. Ihr seht ja selber, was wir gerade machen. Das ist das Gameplay. Also es ist nichts Revolutionäres oder so, aber ich finde es trotzdem irgendwie unterhaltsam und spannend. Mir macht es einfach Spaß, hier zu erkunden und mit ein paar hier ein bisschen durch die Gegend zu eiern. Finde ich cool. Komme ich mit klar. Du, Reicht mir mir. gefällt's auch sehr gut. So, Kohle. Ah, Money. 17, 17 Cash bekommen gerade. Und das nochmal Geld. Yeah, Mann. Ich hab dann doch den Money Train hier gefunden. Wow. Da hat gerade jemand geschossen bei mir. Ja gut, ich hoffe, dass Zombies doch keine Waffen haben in dem Spiel. Tja, war ich schneller, Mann. Habe ich vorhin gelootet, den Laden hier. Mr. Gary. Hat er doch glatt eine Patrone vergeudet an mich. Das ist echt katastrophal, wie auffällig du bist, wenn's. Naja, es ist ja nicht einmal wirklich komplett finster. Wobei, es ist schon ziemlich spät. Aber ich sehe dich von, weiß Gott, wie weit Entfernung, ohne Binoculars und du bist wie ein Christbaum. So, vorbei. Oh, ach gut. Wo bist du denn überhaupt? Dachte schon. Ich gebe Lichtzeichen. Ich sehe dich leider nicht. Ah doch, da, Also sehr ich gut. Doch, doch, ich sehe dich im geht's Wald. Mach Richtung Straße. mal weiter so. Weiter, Lichtzeichen. Sehr witzig. Stand here at your own risk. Ah, ich habe Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. gerade hier einfach mal die Potatoes abgeerntet. Komm, lass uns hier SOS. Lichtschwerterkampf machen. Was? Naja, da Ich passiert bin nichts. Fleck des PvP-Aggressor. Okay. Hau mich nochmal. Ja. Nee, passiert nichts. Wie das Blut Ja, spritzt. Mann. Völlig daneben, Mann. Ego-Perspektive. Ja, Mann, Alter, ja. Gib ihm. Genau. Schöne Lampe. Oh, ins Gesicht hier. Das erinnert mich ein bisschen an so einen schlechten Pornofilm. Okay. Weiter. Schön. Die Straße runter und dann links. Ja, da gehen wir zur Stadt. Super. Komm. Oder wollen wir nach Bamberg? Ich hätte. Das ist Bamburg, oder? Genau. Also, ja, ich hatte die falsche Richtung gesagt. Wenn du sagtest, die Straße runter. Ja, nee, nach Norden. Richtig. Mein Fehler. Runter ist die Straße bei mir, wenn ich in die Richtung gucke, ist runter. Alles klar, okay. Komischerweise.
Aber kann auch sein, dass es hier ein bisschen abschüssig ist und dass ich deswegen runtergesagt habe. Ich weiß auch nicht. Entering Bamberg, ja, wir sind da. Guck mal, schöne Stadt. Toll hier, ne? Guck mal, diesen Nadel an hier. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja. Ja. Zombies killt 4% und 2, was auch immer, Stromdinger. Das muss ich mal nachlesen, was das ist, Mann. Das macht mich voll kirre, so, dass ich nicht weiß, was diese Stromteile da sind. Ich könnte mal im globalen Chat fragen. Was ist ein Strom hier? Power, Battery, Science, for and Cities. So, gucken. Ich habe auch den geilsten Namen ever, Mann. Warlord, ey. Mich so gefreut, als der Name noch frei war. Ich dachte, was kannst du dich denn nennen? Weißt du, wenn du ganz am Anfang bist, meldest dich an und nimmst du einen coolen Namen. Warlord. So, es gibt wahrscheinlich keine Antworten oder die Antworten auf Russisch. Ja, aber so das Coole an dem Spiel ist, dass es nachts nicht dunkler wird. Das ist für YouTube ganz cool, weil sonst würdet ihr überhaupt nichts mehr sehen. Nicht so wie bei Arma. Aber gut, wir aber haben hier noch... genug, dass deine geilen Brüste, hätte ich schon fast gesagt, dein geiles Shirt leuchten. Ja, es stimmt, es leuchtet wirklich. Ich kann mir das nur ganz schlecht sehen so. Das stimmt wirklich, ich leuchte ja wirklich. Der Wahnsinn. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind fertig für diese Folge. Danke fürs Zugucken und Paddy, die letzten Worte gehören dir. Ja, auch von mir ein Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet bei uns zwei das nächste Mal auch ein. Gerne. Wir uns eine auf die Mütze geben. Alles klar. Macht's gut, Leute, und auf Wiedersehen. Tschö. Tschüss.